Willkommen zum Fenster 210 vom Arbeitsblatt Quadratische Gleichungen. Und zuallererst wollen wir uns wieder überlegen, warum dieses Fenster denn eigentlich so heißt. Also warum heißt das Fenster 210? Wie bereits angesprochen, können quadratische Gleichungen keine Lösung haben, eine Lösung oder zwei Lösungen. Und genau dem wollen wir in diesem Video auf den Grund gehen. Hier steht nun: Versuche die Nullstellen der quadratischen Funktionen mit der kleinen Lösungsformel zu berechnen. Ich habe dir hier zur Erinnerung die kleine Lösungsformel nochmal hingeschrieben. Und wir haben hier drei quadratische Funktionen gegeben: Funktion f, g und h. Und hier auf der rechten Seite haben wir die Funktionsgrafen dieser Funktionen dargestellt. Wenn wir hier nun einen Blick drauf werfen, dann können wir schon erkennen, die Funktion f hat genau zwei Nullstellen. Das heißt, wenn wir nun die Nullstellen mit Hilfe der kleinen Lösungsformel berechnen, dann erwarten wir uns zwei Lösungen. Das heißt, es gibt zwei x-Werte, die, wenn wir sie hier in die Funktionsgleichung einsetzen, uns den Wert 0 als Ergebnis liefern, also zwei Nullstellen. Bei der Funktion g, wenn wir uns den Graphen anschauen, dann sehen wir, dass die Funktion g genau eine Nullstelle hat. Das heißt, wir finden einen x-Wert, den, wenn wir sie in die Funktionsgleichung für g einsetzen, wir das Ergebnis 0 erhalten. Und für die Funktion h, wenn wir hier den Graphen betrachten, dann erkennen wir, dass die Funktion h keine Nullstelle hat. Das heißt, die kleine Lösungsformel sollte uns auch keinen x-Wert liefern, weil wir sozusagen keinen x-Wert finden, den wir hier einsetzen können, um 0 zu erhalten. Gut. Dann wollen wir nun das Beispiel angehen und die Nullstellen berechnen. Aber versuch das zunächst bitte alleine und pausiere dazu erneut das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam über die Lösung sprechen. Gut. Also berechnen wir die Nullstellen dieser quadratischen Funktionen mit Hilfe der kleinen Lösungsformel. Beginnen wir mit der Funktion f, also unserer ersten quadratischen Funktion. Hier können wir wieder die Werte für p und q ablesen. Das p ist in diesem Fall hier minus 6 und für q ziehen wir hier den Wert 8. Das heißt, wenn wir nun die Werte für p und q in unsere kleine Lösungsformel einsetzen, dann erhalten wir insgesamt x1, 2 ist gleich 3 plus minus Wurzel aus 9 minus 8. Das heißt, wir erhalten 3 plus minus, wenn wir hier nun ausrechnen, 9 minus 8 ergibt 1, die Wurzel aus 1 ist 1. Das heißt 3 plus minus 1 und nun haben wir die erste Lösung, wenn wir hier plus wählen und die zweite Lösung, wenn wir minus wählen. Das heißt x1 ist gleich 3 plus 1, sprich 4 und x2 ist gleich 3 minus 1, also 2. Und nun, genau wie wir erwartet haben, wir haben zwei Lösungen, also zwei x-Werte gefunden. Wenn wir diese x-Werte nun zur Probe in die Funktionsgleichung für f einsetzen würden, dann würden wir hier den Funktionswert 0 erhalten. Also das sind ja genau die Nullstellen unserer Funktion f, die wir hier auch im Graphen der Funktion erkennen können. Schauen wir uns nun das zweite Beispiel an. Hier erwarten wir, dass wir genau eine Lösung finden. Nun, kannst du hier schon ein bisschen sozusagen nachdenken, wie kann es passieren, dass wir mit dieser kleinen Lösungsformel genau auf eine Lösung kommen? Weil wir haben hier hinten einen Wert und diesen Wert rechnen wir Plus und Minus. Das heißt, eine Lösung bekommen wir, indem dass wir Plus wählen und die zweite Lösung bekommen wir, indem dass wir Minus wählen. Das heißt, wenn wir genau eine Lösung finden wollen, dann müsste dieser Wert hier hinten 0 sein, weil es natürlich egal ist, ob ich plus 0 oder minus 0 rechne. Aber schauen wir uns
das Beispiel an und überprüfen wir, ob es tatsächlich so ist. Hierfür die Funktion g haben wir die Werte p ist gleich 6 und für q haben wir 9. Setzen wir nun wieder in die kleine Lösungsformel ein, dann halten wir x1-2 ist gleich minus 3 plus minus Wurzel aus 9 minus 9. Das heißt minus 3 plus minus 0. Und hier sehen wir jetzt schon, es ist völlig egal, ob wir hier hinten Plus oder Minus wählen, denn Plus 0 ist natürlich genau das gleiche wie Minus 0. Das heißt, wir haben unsere Lösung gefunden und aus diesem Grund bezeichnet man das auch als Doppellösung, weil beide Lösungen, also x1 und x2, genau gleich sind, nämlich minus 3. Das heißt, wie wir es auch im Funktionsgraphen hier erkannt haben, die Funktion g hat genau eine Nullstelle. Diese Nullstelle haben wir hier gefunden bei x ist minus 3. Und das bezeichnet man auch als sogenannte Doppellösung der quadratischen Gleichung. Werfen wir nun noch einen Blick auf die Funktion h, das heißt unsere dritte quadratische Funktion. Hier haben wir für p den Wert 4 und für q den Wert 13. Q ist gleich 13. Wenn wir hier nun wieder in unsere kleine Lösungsformel einsetzen, dann erhalten wir x1-2 ist gleich minus 2 plus minus Wurzel aus 4 minus 13. Das heißt, wir erhalten minus 2 plus minus Wurzel aus minus 9. Und genau an dieser Stelle können wir jetzt nicht weiterrechnen, denn wir müssten hier die Wurzel aus einer negativen Zahl ziehen. Und das ist in den reellen Zahlen nicht definiert. Das heißt, für diese quadratische Funktion, für die Funktion h, finden wir keine Lösung. Und keine Lösung in den reellen Zahlen. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.